Willkommen zu Let's Play Road to War 2 mit Sparta. Letztes Mal hat Armenien mich ziemlich zurückgedrängt. Hier hatten wir eine fette Schlacht, eine ziemlich ausgeglichene Schlacht. Die haben Bündnis gebrochen, Und ja, sonst alles gut. So, da oben werden wir jetzt auf jeden Fall... verdammt. Dammit. Gut, also hier machen wir mal das da. Hier müssen wir eine neue Armee aufstellen. Alles gut. Ja, nee. Genau, Armee aufstellen. Gut, der muss dann sich um Armenien kümmern. Hier Bürgerkavallerie, 4 spartanische Pigmäre, dann königliche Spartaner, 2, 4, 5, 6. Und der Rest wird Fernkampf. Ich nehme noch eine Pekinese-Einheit mit. So, 4 Runden brauchen die. So. Hier machen wir was? Das. Hier machen wir was? Hier machen wir... Gut. Der könnte ja auch eher Richtung Norden gehen. Also hier soll er den Bogen machen. Hier ist eine Fullstack-Armee. Ja, hier ist eigentlich niemand. Dann könnte ich mit denen auch Richtung hier gehen. So. Okay, seine Flotte ist weg. Dann mache ich noch eine. Und dann hier unten. Ja, natürlich hat da jemand. Hatte der, der hat die bestochen, ne? War dann wahrscheinlich schon in der letzten Runde da. Da habe ich dann nicht zugesehen. Warte mal. Nee, da gehe ich lieber wieder zurück. Und hol mir Freunde. Gut, das ist hier alles in Ordnung. Nur wieder halt ein bisschen Erfahrung sammeln. Ist immer gut. Du bist jetzt fertig, ne? Ja, super. Gut. Nee, du bekommst nichts. Du gehst jetzt straight hier rein und nach rechts, bitte. So. Und hier oben ist es halt, bisschen blöd mit noch einer Armee aufstellen. Ich könnte noch einen. Noch so einen aufstellen und dann einfach. Ja. Einfach so, dass hier. Das ein bisschen weh tut anzugreifen.
Gut. Warte, wer hat alles? Schattenkämpfer. Die Treuen der Helene. Okay. Kommen beide nicht. Die Frage ist natürlich jetzt mal mit Partien, was der noch alles machen kann. Dann an sich könnte er, ja, was könnte der machen? Also, not much. Im Norden ist ja noch was. Meine Armee im Norden muss sich halt wieder regenerieren. Oh nein, die habe ich da stehen gelassen, ich Idiot. Oh Gott, die habe ich jetzt völlig vergessen. Die östlichen Speerkämpfer können die Speer werfen. Aber allgemein, also. Es kommt halt drauf an, welche Stadt es ist. Aber der hat viel zu viele Fernkämpfer. Viel zu viele Fernkämpfer. Probier mal eine andere Strategie. Aber was ist das denn für eine Karte oder Stadt? Oh, wow. Man ist ja. Ah, das ist die, genau. Stimmt. Hier erstmal die Hopliten. Hier einmal die Jugendlichen. Hier Fernkämpfer. Eure Befehle? Jugendliche! Und hier. Oh. General! Spartaner! Also ich will versuchen, dass er seine kompletten. Seine komplette Munition an den unwichtigen verschwindet. Schnell vor zum Einsatz. Wie Ihr Befehl. General, wir erwarten eure Befehle. Bereit. Schieß. Ja, dann kann ich ja mit dem schon mal hier. Unser General wird angegriffen. Also. Gut, und der geht nicht außen rum. Gerade nicht. Ja, ich weiß nicht. General! Steinschleuderer! Sparta!
Weil die können über Häuser schießen. Das finde ich zum Beispiel bei Troy, also Troja, nicht so gut. Weil da können die. Da schießen die Schallschleuderer genauso wie. Wie die Bogenschützen, und das ist ja eigentlich nur unrealistisch. Die schießen ja nicht so. Nein, nicht auf die Katapulte, sondern auf die Bogenschütze. Echt ein bisschen an der Strategie geschraubt irgendwie. Weil die KI ist selten so klug, dass sie ihre Bogenschützen benutzt. Naja. Die Männer wanken. Wir verlieren Boden. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. So. Ja. Mal ein bisschen. Oh, nervig. Also vor allen Dingen wegen dem Haus. Aber egal. Das holen wir uns dann alles wieder. Das ist kein Problem. Das ist wirklich kein Problem. Der belagert es ja schon wieder hier. But why?
Uiuiui. So. Ihr habt Angst vor uns. Ich sehe es in euren Augen und rieche es an euren Gestank. Und recht habt ihr. Ja, ja. Der Krieg. Ach. Gut. Ich. So. Die da. Ah, hier habe ich was. Gut. Dann mache ich hier eben noch eine Armee. Mit denen. Mit denen. Mit denen. Und mit denen. Oh. Ja, selber schuld. Du bist tot. So, du. Ich sei jetzt mal wirklich schnell nach da. Und ja, holst dir mal zwei Pikiniere. Die hast du ja verloren. So. Richtung Süden. Was ist hier? Genau, einmal Sparta lässt grüßen und Sparta ist Mythos. Kann ich euch behilflich sein? Ich werde tun, was ich will. Gut, dann machen wir das gleich. Das hier automatisch. Wo ist die Armee hin? Uiuiui. Nicht hier die ganze Zeit. Nein, ich wollte das automatisch. Ist ja langweilig. Entschuldigung, müsste mich kurz mal schneuzen. Uiuiui. Ah, ich weiß nicht, woher das kommt. So. Wohin? Ja, an sich macht das hier schon Sinn. So, hier stelle ich 3 auf, hier stelle ich 1 auf. Stelle ich alle auf und alle anderen auch. Wobei eine Pikinier-Einheit kann damit gehen. Der General geht damit. Die Kavallerie schaut schön zu. Und fertig. Wir Kämpfer bereit. Wir erwarten eure Befehle. Wäre bereit. Nicht so hoch erscheinen, wenn wir erst darüber sind. So. Dann so und die können ja mal hier. So, sieht auf jeden Fall sehr heiß aus hier. Ein bisschen vorspringen können wir schon. Bogenschützen sind da. Ja, warte. Hä? Was machen die denn da drauf? Sind die dumm oder so? Wahrscheinlich. Ja,
nicht. Unser General wird angegriffen. Rausgetappt. Mit dem kochenden Öl ist jetzt für uns eigentlich nicht von Bedeutung. Weil, oh, ja. Kannst du da nicht raus? Aus Gründen, die ich nicht kenne. Auch da hochgehen. Die können das machen. Ah, da ist der General. Sehr schön. So können wir keine Flicken anmachen. Ah, jetzt können wir. Sorry, dass ihr das jetzt ansehen müsst. War eigentlich nicht geplant. Wir haben einen Turm eingenommen. Oh wow, gut weiß. So, dann schnell hier hingehen. Ihr könnt euch ja mal hier aufbauen. Wir haben einen Turm eingenommen. Ja, das ist ein Tor, aber okay. Ich akzeptiere ihre Entscheidung. Komm schon. Oh ja, macht sicher Spaß.
Geld, die kann ich ja noch hier schicken. Oh, ein paar Stunden bitte. Beenden. Ja, wow. 89 Verluste. Das ist, so wenig hatte ich selten. Ah, die Hauptstreitmacht ist ja da auch weggegangen. Ich weiß nicht warum. Und ich krieg gerade die ganze Zeit was Falsches. Ich wollte eigentlich hier nicht plündern. Wobei, ja, Elendsviertel, das passt schon. Ja. Ja. So, du gehst nach Bushpa. Wir können hier nicht passieren. Sehr schön. Ja. So, hier ist alles fertig geworden, was gut ist. Du baust dich noch ein bisschen auf. Du bekommst noch viel mehr Verkämpfer. Warte, nee, das ist ein bisschen übertrieben. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Rest die nächste Folge. Und ja, mal schauen, wie lange wir für das finale Ziel brauchen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.